Hallo Leute, heute auch mal wieder was von mir. Ich hatte mich ja in letzter Zeit doch relativ rar gemacht hier auf diesem Kanal. Das hat zwei schlichte Gründe. Zum einen war es so, dass ich in einem oder in unserem Projekt in der Firma sehr stark involviert war und das wurde jetzt dann halt zum Anfang August fertig. Danach hatte ich dann Urlaub. Und diese 3 Wochen, die es einige bei Google Plus mitbekommen haben, habe ich genutzt, in Anführungszeichen, um bei uns in der Wohnung mal 3 Zimmer wieder ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Und ja, doch einiges an Renovierungsarbeiten standen damit an. Wie man im Hintergrund schon sieht, es ist bei mir nicht mehr mintgrün. Das hat einfach den Hintergrund, dass mein Sohn, der Älteste, und ich die Zimmer getauscht haben. Er hat das größere Arbeitszimmer oder ehemalige Arbeitszimmer von mir bekommen. Aus dem ganz einfachen Grund, er hat jetzt eine Lehre angefangen und hat auch das eine oder andere Mal jetzt Damenbesuch und da muss halt ein bisschen mehr her. Ist ja auch gar kein Thema, soll ja auch so sein und mir reicht auch dieses kleinere Zimmer. Aus dem ganz einfachen Grund. Der Arbeitsaufwand meinerseits soll zu Hause in nächster Zeit doch zurückgefahren werden, so dass ich hier einfach mal, wie ich schon an anderer Stelle dementsprechend beschrieben, ja, mir so ein kleines Herrenzimmer, Wohlfühlzimmer, wie auch immer, Lesezimmer einrichten will. Einiges ist schon fertig, ein paar Sachen müssen noch getan werden, aber naja, das wäre ein anderes Video wert. Worum es heute gehen soll, ich möchte heute mal ein Video machen über, also nicht über Pfeifentabak, auch nicht über Pfeifen und über das Pfeiferauchen im Allgemeinen, sondern über ein neues Hobby, keine Ahnung, eine neue Art des Tabakgenusses, die ich für mich persönlich entdeckt habe in letzter Zeit. Und zwar geht es heute mal um einen Snuff oder Schnupftabak oder wie immer man das jetzt aussprechen mag. Ich werde in nächster Zeit oder ja in Zukunft in loser Folge einige Videos über diverse Schnupftabake online stellen, die mir geschmeckt haben oder die mir schmecken und die ich einer besonderen Erwähnung für wert erachte. Hört sich jetzt hochtrabend an, aber ist so. Heute geht es also, wie gesagt, um einen Schnupftabak und zwar um keinen anderen als den gekachelter Virginia Dunkel von Bernhard. Oder Bernhard. Das ist ein sehr naturbelassener Schnupftabak, also wirklich Virginia, wie der Name ja schon sagt, Virginien. Ich glaube, geröstet und gemahlen und ohne großartige Additive in Form von Menthol, Eukalyptus, Aprikose, Lemon, also Zitronenaromen, weiß der Geier, was in den ganzen Schnupftabaken so alles enthalten ist. Kaffee, Kakao, es gibt ja die unterschiedlichsten Richtungen. Es ist wirklich ein naturbelassener Schnupftabak. Er ist mittel gemahlen, also nicht grob und auch nicht so ein feines Puder, wie ja manche von den McCrystals sind, zum Beispiel. Oder von den McCrystals. Er sieht, ich weiß nicht, ob man es jetzt erkennen kann, er ist relativ dunkel, was ja der Name oder im Namen auch schon quasi enthalten ist. Sieht so ein bisschen aus wie gemahlener Kaffee, also den man etwas feiner gemahlen hat. Und der riecht, also wirklich, also die Pfeifenraucher unter uns, die würden sagen, Fire Cured oder Dark Fired Virginia oder irgendwie sowas in der Richtung. Also so riecht er auch. Er ist nicht übermäßig kräftig im Nikotin. Ist recht angenehm in die Nase einzubringen, brennt auch nicht dolle. Also ist ein angenehmer Zeitgenosse, der auch wirklich jeden Tag und zu jeder Tageszeit genossen werden kann, meiner Meinung nach. Er hat sich bei mir als All-Day-Standard, wie auch immer, Schnupftabak etabliert. Ich benutze ihn gerne, auch unterwegs, überhaupt kein Problem. Und ja. Er hinterlässt einfach ein wirklich tabakechtes Aroma, Geschmack im Rachen und in der Nase oder Geruch in der Nase und ist von daher auch, ich denke mal, auch sehr gut für Beginner geeignet, die jetzt nicht unbedingt gleich sich die Mentholdröhnung in die Nase ziehen möchten. Ja, viel mehr kann man dazu eigentlich auch gar nicht sagen zu diesem Tabak. Er ist einfach angenehm zu genießen,
zu benutzen, wie auch immer man das jetzt formulieren mag. Und ja, das war es dann an dieser Stelle erstmal von mir und alles klar, bis die Tage. Ciao, ciao.